herzlich willkommen zu Stadtgespräch TV. Bei mir ist hier schon ganz viel Trubel. Ich bin in der Arthur-Becker-Grundschule und will euch das Zirkusprojekt zeigen. Chantal, was ist das Zirkusprojekt? Was ist so toll? Also man kann halt, was ich so toll finde, ist, man hat hier andere Kinder, die man gar nicht so richtig gut kennt und kann man halt sie besser kennenlernen. Weil manchmal sind auch andere Kinder zugekommen, wie meine Freundin Kimberly, und mit der macht jetzt auch richtig viel Spaß. Und was es mit dem Zirkusprojekt genau auf sich hat, sehen Sie jetzt. Chantal und die anderen Kinder sind hellauf begeistert. Jeden Dienstag von 16 bis 18 Uhr kann sich das kleine Grüppchen so richtig auspowern. Vor allem Geschicklichkeit ist gefragt. Beim Zirkusprojekt der Bürgerstiftung Barnim-Uckermark lernen die Kinder kleine Kunststücke, zum Beispiel mit kunterbunten Bändern. Es geht wirklich darum, den Kindern ein Angebot zu schaffen, direkt in ihrem Wohngebiet, wo sie ihre Kompetenzen erweitern können, wo sie sich ausprobieren können, gerade auch nach der Schule mal was ohne Worte machen, mit viel Bewegung, viel Spaß und einfach auch als Gruppe zusammenkommen. Gemeinsam lachen und rumtollen, die Leidenschaft für den Zirkus verbindet Schüler der Klassenstufe 3 bis 6. Ganz lustig. Man hat am Ende immer Zeit, sich was zu überlegen, kann halt Spiele machen mit anderen Kindern. Große Premiere feiert der Kinderzirkus am 24. Juni in der Aula der Arthur-Becker Grundschule. Für alle, die es nicht abwarten können, einen kleinen Programmausschnitt zeigen die kleinen Zirkusstars vorab beim Igelfest am 2. Juni. Ab 11 Uhr lädt Wohnbaumaskottchen Eddie zum Bürgerhaus ein. Freut euch auf tapfere Ritter, Prinzessinnen und jede Menge kostenfreie Aktionen. Darunter ein Ritterdorf, Hüpfburgen, Kinderschminken, Streichelzoo, Rüstungsmacher und vieles mehr. Vom Zirkus geht's weiter mit unserem nächsten Thema. Es wird sportlich. Teamgeist, starke Sprints und große Leistungen. Das ist der Straßenstaffeltag in Prenzlau. Schüler, Firmen und Vereine treten an und sausen feilschnell übers Kopfsteinpflaster. Vorbildlich. Hallo. Die daran teilgenommen haben im vorigen Jahr, haben gleich gesagt, okay, wir kommen wieder. Siehe Wohnbau GmbH, die Damen waren vorher ja Alleinkämpfer. Und das ist eigentlich mein großer Wunsch. Und deshalb freue ich mich so, dass wir heute auch nochmal via Medium Fernsehen den Federhandschuh schmeißen können. Also bitte, wer in der Firma Frauen hat, vielleicht redet man netterweise mit ihnen und nicht, ihr müsst teilnehmen oder so. Ja, wir würden uns freuen, wenn die Frauen der Wohnbau GmbH in diesem Jahr Konkurrentinnen bekommen. Die Wohnbau geht mit gutem Beispiel voran und stellt je eine Herren- und eine Damenstaffel. Es wird eifrig trainiert, um dann am 4. Juni fit zu sein. Das war Stadtgespräch TV für heute. Wir sehen uns auf dem Igelfest. Viel Spaß bis dahin.